Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Folge im Reefer-Tagebuch nach dem Reset. Jetzt mittlerweile, glaube ich, in der vierten Woche. Was alles passiert ist und was nicht, wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und für euer Interesse und ja, wie ihr an der allgemeinen Optik hier seht, es läuft. Ich kann mich nicht genug beschweren. Vollkommen ätzend. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist eine Menge Arbeit, dran zu bleiben und alles auf Stand zu halten, damit die Tiere dementsprechend alle genauso versorgt sind, wie sie es gewohnt sind. Ich habe hier gefühlt 25.000 Tests durchgeführt in den letzten Tagen und immer geschaut, dass ich meine Wasserwerte da habe, wo sie hingehören, dass ich meine Versorgungswerte da habe, wo sie hingehören. Und das ist die ganz, ganz große Herausforderung, die ich momentan auch noch zu meistern habe, weil das Becken hat sich daran erinnert, es ist ein Epo-Reef-Becken. Das ist genau der Effekt, den ich beschrieben habe am Anfang. Ich habe zu viel von dem Nutrion P am Anfang reingepowert, weil ich ja im Kopf hatte, ich muss eine Anzeige haben. Knickenlochen abheften, hätte ich das mal nicht getan. Ich musste ja mit Phosphatabsorber arbeiten. Und da war es jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich die ganze Zeit den Phosphatwert im Auge behalte, habe ihn durch Absorber runterdrücken können auf eine 0,08, da wo die Korallen sich bisher auch sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und jetzt vor 3 Tagen war es dann soweit, dass der Phosphatwert tatsächlich so weit abgesackt ist auf eine 0,01 ist er mir runtergegangen. Innerhalb von, ja, lass mich nicht lügen, ich glaube 3 Tagen. Ich habe das sacken lassen, weil ich nicht genau wusste, ob das jetzt der Effekt ist, den ich im Endeffekt schon erwacht habe oder nicht. Und habe dann so nach und nach unten den Absorber, den Durchfluss reguliert. Habe dann wieder die Versorgung mit Nutrion P hochgefahren. Und ihr seht, das funktioniert. Ich bin jetzt wieder bei einer charmanten 0,04. Die ich einerseits durch das Nutrion P hinbekommen habe und andererseits wieder durch mein normales, faules Füttern. Also sprich, ich wasche mein Futter nicht aus. Und alles im Allem, es steht recht gut. Ich habe durch die Schwankungen hier und da, habe ich an hier unten an der grünen, da sind ein paar Spitzen, die das Ganze nicht so ganz vertragen hatten, die muss ich rausschneiden. Ist aber nicht weiter schlimm. Die Akkus oben stehen alle super. Wir haben hier und da auf dem Riff ein paar kleine Bläschen. Ich hatte auf dem Riff auch ein paar Cyanus drauf gehabt, so wie sie hier unten, blende ich auch nochmal separat ein, immer noch in leichten Ansätzen habe. Das ist aber, es ist normal, das Becken ist frisch, die ganze Grundbiologie passt noch nicht zusammen. Ich habe immer noch einen Nitritwert, der bei 0,2 liegt und der mir immer noch Nitratwert nicht messbar macht. Ja, ich muss tatsächlich, habe ich einen Nitratwert jenseits von Gut und Böse, laut meinem Test, aber da wir ja herausgefunden haben, und da blende ich auch nochmal die Adresse mit ein, von Oziamo, wo man das Ganze nachlesen bzw. nachschauen kann, die haben da extra ein Video, der Nitritwert, ein höherer Nitritwert beeinflusst unseren Nitrattest. Somit kann ich nicht wirklich nachweisen, was habe ich an Nitrat drin, und ich habe auch nichts weiter, außer jetzt die Ausscheidung meiner Fische, die mir das entsprechende Material reinbringen. Ammoniak habe ich keinen mehr drin, den habe ich auch schon seit längerer Zeit auf Null komplett, also heißt der Teil der Kette funktioniert, und da jetzt auch das Phosphat dementsprechend schnell abgebaut wird, wird auch der Rest der Nitrifikationskette, was natürlich jetzt nicht zusammenhängt. Also die Phosphatkette hängt, beziehungsweise der Phosphatabbau hängt nicht mit der normalen Nitrifikationskette zusammen. Aber die Grundbiologie wird dann da sein. Ihr seht,
Die Steine sind jetzt im Moment etwas bräunlich. Ich blende auch noch mal ein Bild ein von vorgestern. Da habe ich dann die Scheiben sauber gemacht. Hatte hinten einen richtigen Pelz auf der Heckscheibe, der mir natürlich dann auch meine Werte nach unten zieht. Also wenn ich viele Algen habe, die ziehen dann natürlich auch an den Werten runter. Das ist ganz wichtig, dass man da versucht auch dran zu bleiben. Ich gehe auch täglich hin und puste mit der Pipette da oben, mit dieser großen Futterpipette, puste ich das Riff ab, damit sich da nichts weiter bilden kann. Das mache ich meistens abends. Aber das sind immer nur Kleinigkeiten. Ich könnte das natürlich auch wachsen lassen. Aber meine Armada hier von Doktoren, also sprich der Gelbe, der Philippinen, der Rotmeer und der Kaninchenfisch, also sprich hier der Alamanenfuchs, die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, das Riff abzugrasen und mir die Algen darunter zu holen. Und das funktioniert wunderbar. Kleine Sache, die ich noch vergessen habe, die ich jetzt zwischendurch mal kurz eben einschiebe. Ihr habt es ja gesehen, hier links und rechts laufen die Ocean Motion, meine Pumpenmover. Und ich muss euch sagen, das Ding ist richtig, richtig geil. Ich habe dazu die entsprechenden Videos schon abgedreht, kann sie aber im Moment noch nicht rausschmeißen, aus dem einfachen Grund, dankt Corona. Corona ist momentan daran schuld, dass der Hersteller im Moment nicht in der Lage ist, alles rauszuschmeißen, so wie er es gerne möchte. Ja, das Video wäre schon längst online, beziehungsweise es sind zwei Videos, wären schon längst online, aber es bestehen mal wieder Lieferschwierigkeiten, so wie sie momentan bei vielen Firmen im Moment herrschen. Das liegt jetzt nicht nur bei dem einen Hersteller. Also momentan haben sehr, sehr viele Firmen Lieferschwierigkeiten. Sobald der Hersteller mir das Go gibt, schmeiße ich euch die entsprechenden Videos raus. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin von diesen Dingern einfach nur begeistert. Die liefern hier eine Strömung. Ich habe unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie die sich hier drehen. Es ist immer anders, als ich die Teile angeschmissen habe hier. Einfach nur genial. Man muss ehrlich sagen, okay, es ist nicht gerade ein Designerstück, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Der Zweck heiligt die Mittel in meinen Augen im Moment hier. Und so wie das hier mit der Strömung läuft, ist das absoluter Wahnsinn. Finde ich absolut genial. Das Strömungsbild selber, es wird alles bedient im gesamten Becken und es ist immer unterschiedlich. Absolut genial. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, sobald ich die Videos freigeben kann, könnt ihr euch auf das entsprechende Video zum Zusammenbau und zur Programmierung der Ocean Motion hier freuen. Es gibt auch noch ein paar Updates hier und da. Aber ihr seht, die Dinger machen ihren Dienst, arbeiten vernünftig. Kann ich jetzt nach 2,5 Wochen Gebrauch schon mal sagen. Also es ist definitiv genial. Alles andere erfahrt ihr dann im weiteren Verlauf bei mir auf dem Kanal. Ja Leute, kommen wir von der, ich sag mal, Phosphat- und Nitratversorgungsseite mal zum Kalkhaushalt. Kalkhaushalt haben wir ja entsprechend hier. Einmal über den KH-Keeper und dann jetzt hier über die X3, wo dann dementsprechend einerseits der zweite Teil der Essentials reingepumpt wird. Dann habe ich hier eine Pumpe, womit ich natürliches Meerwasser auffülle, was weiter hinten drin steht. Und die letzte Pumpe natürlich dafür da ist, um meine Nutrion P reinzubringen. Der KH-Keeper selber macht hier bei mir einen Bombenjob. Ich habe eigentlich keine Probleme mit ihm. Ich gehe regelmäßig hin und pflege das Gerät natürlich, wie es sich gehört. Es ist nun mal ein Messgerät, was regelmäßig überprüft werden muss. Meiner Meinung nach, also wenn ich jetzt ein Messgerät habe, wie den KH-Keeper, dann muss ich auch schauen, dass ich dementsprechend regelmäßig überprüfe, ob alles in Ordnung ist. Bei mir ist der Turnus so Pi mal Daumen alle 3 Wochen. Und er läuft sehr, sehr gut ohne Probleme hier. Was mir allerdings passiert ist, das hat jetzt mit dem KH-Keeper nichts zu tun, das hat was mit meinem Wassertest zu tun, ist, dass ich mit einer, ja, ich sag mal, veralteten Referenz oder älteren Referenz gemessen habe und mein Wassertest wohl falsch gelagert war. Keine Ahnung. Er hatte auf jeden Fall eine Verschiebung von 0,5 gehabt.
ist vielleicht darauf hinzuführen, dass ich ihn sehr oft benutze, keine Ahnung, vielleicht auch falsch gelagert habe, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen neuen, ein Refill-Pack gekriegt und habe mich gewundert, dass dieser Test was anderes anzeigt, als wie den, den ich vorher hatte. So, dann bin ich mit meiner bestehenden Referenzflüssigkeit hingegangen und habe nachgemessen, wo auch nicht mehr so viel drin war, weil sie schon etwas älter war, und habe nicht den entsprechenden Wert rausgekriegt. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, es kann tatsächlich sein, dass diese Referenzflüssigkeit nicht ganz in Ordnung war. Jetzt gehen wir hin und bestellen eine neue. Habe ich eine neue bekommen, habe dann dementsprechend den Test nochmal mit der neuen Referenzflüssigkeit gemacht und festgestellt, der neue Test ist tatsächlich da, wo er hingehört, und ich somit nur eine Verschiebung zwischen dem Test und der Referenzflüssigkeit von einem Wert von 0,1 hatte. Das ist in Ordnung. Kann ein Messfehler sein, kann aber auch sein, dass das Spitzaufklopf ist. So, jetzt bin ich ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass ich mit dem GH-Keeper den entsprechenden Wert gegenchecke, den ich messe mit meinem Wassertest. Dieser Wassertest wird dann nochmal zusätzlich überprüft mit der Referenz. Also von über auf komme ich auf mein entsprechendes Ergebnis, was ich haben möchte, um zu vergleichen, ob der da unten seinen entsprechenden Dienst tut. Jetzt habe ich teilweise, ist es so weit hingegangen, dass ich halt eine Verschiebung hatte von 0,4 bis 0,5. Ein Korrekturwert, den ich hier beim KH-Keeper, blende ich euch mal eben ein, eingeben kann. Weil ich halt mit dem anderen Test und mit der anderen Referenz gemessen habe. So, jetzt mit dem neuen Test, mit der neuen Referenz, habe ich tatsächlich einen Korrekturwert von 0,1. Das heißt, mein KH-Keeper misst exakt nach 3 Wochen immer noch spitz auf Knopf das, was jetzt mein neuer Wassertest, meine neue Referenz gegengecheckt hat. Läuft also alles fantastisch und ohne Probleme. Des Weiteren bin ich dann jetzt hingegangen, habe ja eben gesagt, dass ich natürliches Meerwasser zurückführe, weil ich momentan nicht möchte, dass ich das Testwasser mit einem niedrigeren pH-Wert wieder zurückpumpe ins Aquarium. Da gehe ich hin und fange es auf, und die Menge, die ich dann durch die Tests verloren habe, fülle ich mit natürlichem Meerwasser wieder auf. Warum natürliches Meerwasser? Aus dem ganz einfachen Grund, da sind immer noch Stoffe drin. Fragt mich nicht was, ATI kann es mir auch nicht hundertprozentig erklären, aber es sind immer noch Stoffe in diesem natürlichen Meerwasser, die unserem Becken gut tun. Das heißt, ich mache rein theoretisch gesehen durch die Tests, die ich mache, jeden Tag einen Wasserwechsel von 250 Milliliter. Auf die Woche hochgerechnet, blende ich euch ein, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, egal. Mache ich dann doch hier und da ein bisschen Wasserwechsel. Aber das mache ich aufgrund der Tatsache, weil halt in diesen natürlichen Meerwasserstoffe drin sind, die meinem Becken gut tun, die meinen Korallen gut tun. Und ihr seht selber, dass die Korallen sehr sauber und vernünftig stehen. Die haben tatsächlich nach dem Umzug so gut wie keine Farbe verloren. Ja, die Farbe verloren haben, ist zum Beispiel hier in der Mitte die Montipora Sunset. Oder hier unten habe ich auch noch eine Sunset stehen. Die sind tatsächlich ein bisschen eingedunkelt. Die Montis oben haben auch etwas Farbe verloren. Aber meine Akroporen hier, im Gegenteil, die haben jetzt nochmal richtig Gas gegeben. Jetzt so nach 2-3 Wochen nach dem Umzug. Die Joker hier in der Mitte, die kriegt wieder richtig dunkellila Spitzen. Meine Shortcake, die große da in der Mitte, die kriegt jetzt auch wieder richtig Farbe. Die ganzen kleinen neuen Ableger, die ich jetzt hier drin stehen habe, die schieben alle richtig maximal an Farbe raus und wachsen auch richtig gut ab. Und da bin ich echt schwer von beeindruckt, dass das so gut funktioniert. Aber wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, es ist eine Menge Arbeit, ein Becken mal eben in Anführungszeichen umzuziehen, neu zu starten und das alles auf den Level zu halten. Da müsst ihr tatsächlich jeden Tag euch hinsetzen und tun und machen und gucken, wie reagiere ich, was mache ich. Und im Endeffekt, ich sag mal, dieses Becken, so wie es jetzt hier steht, gibt mir recht, es funktioniert. Wenn man dementsprechend dran bleibt, wenn man dementsprechend die Werte ständig im Auge behält, das Material da hat, um eingreifen zu können,
Nicht einfach so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt einen Neustart und lassen alles so weiterlaufen, wie es geht. Nein, man muss tatsächlich auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Man muss Phosphatabsauber da haben, man muss genug Kohle da haben, gegebenenfalls genug Material, um mal eben einen größeren Wasserwechsel zu machen, was ich bisher nicht machen musste. Und. Die Palette der Eventualitäten, was eintreten kann, ist riesig. Und es scheint mir bisher gut gelungen zu sein. Hoffe, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Abo, wer mich weiterhin sehen möchte, hat mich wahrscheinlich schon abonniert. Aber wer neu ist auf dem Kanal, kann auch ein Abo da lassen. Bitte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich haue auf jeden Fall noch eine Infothek dieses Wochenende raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Weihrauch. Ciao.